Hilfe, Überfall. Hey, raus aus dem Auto oder du wirst aufsterben. Scheiße, wir werden überfallen. Fuck. Wir werden überfallen. Ach du Scheiße, das ist schon die Polizei. Was ist denn... Ich sag erstmal hallo, hier liegen vorne. Willkommen zu dieser Folge. Ach du heilige Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Guten Tag. Wer ist hier denn gestorben? Guten Tag. Ups. Mein Kumpel ist gestorben. Ja, warte, ich geb dir mal das ganze Zeug von dem. Das war ja mein schlechter Überfall, Gott sei Dank. Ja, der ist schnell vereitelt worden. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Der Kubi? Ja? Sorry, dass ich versucht habe, Sie zu überfahren. Ich dachte, Sie wären einer von denen. Ja, ja. Aber ich habe Sie jetzt zum Glück nicht ganz gekriegt. Tut mir leid. Ach du Heilige. Ja, immerhin leben Sie ja noch. Ich habe noch ganz viel Ding. Ja. Ja, danke. Ja, wo soll ich das hinpacken? Ich wollte eigentlich noch gar nicht aufnehmen. Aber, what the fuck? So kann es natürlich... Alter Schwede. Ich hab schon ganz lange gedacht, auch passiert hier mal was, aber das ist hier gleich so Überfall und dann sofort geballert. Boah, gut, da ist sich gerade ein Stein dabei. Hinter dem. Wenn der nächste jetzt wieder kommt, Überfall, dann kriege ich eine Krise. Aber da war wieder unser toller Polizist. Was will der jetzt hier? Bitte nicht. Wundervoll, guten Tag. Hey, Amadeus. Aha. Bin ich nicht mehr rausgekommen. Bitte weggehen, ich bin ein Officer, eine Aufsichtsperson. Hallo? Ich bin Blueford, Aufsichtsperson. Beschütze sie. Auch immer gerade gleich geschieht. Das habt ihr auch gehört, Leute. Der und Blueford, wenn ihr das glaubt. Irgendwie ist mir das alles relativ spanisch und ich will schnellstmöglich hier weg. Einen zweiten Überfall hintereinander kann ich jetzt nicht gebrauchen. Was ist denn passiert? Kann man Autos verkaufen, wenn man den Schlüssel davon nicht hat? Amadeus? Ja. Ey. Ja? Also ich dachte, ich wollte also eigentlich ein bisschen farmen, weil damit wir ein bisschen hat, Geld oder? Kriegen, um dann was für mich fürs zu reißen. Aber auf einmal kommt ja in dem Truck, ich glaube, zwei oder einer angefahren und schreit einen Überfall. Also sofort ergeben. Allerdings wurde sofort auf irgendjemanden, auf seinen Kollegen, glaube ich, geschossen. Das ich weiß jetzt nicht, ob das der war, der ins Auto einsteigen wollte oder so. Zumindest habe ich mich da nicht an Steinen gelegt. Ja, und zum Glück, vorher ist hier erst so ein Polizeihelikopter geflogen, dann kam, also, die Polizei war innerhalb von ein paar Sekunden da. Das war Rettung in letzter Sekunde quasi. Gott sei Dank. Okay, mein Inventar ist voll. Ja, ich hätte jetzt irgendwie doch keine Lust auf Sterben gehabt. Das muss ich jetzt einmal zugeben, ne? Wow, ein bisschen mehr geht noch. So. Also hier merkt man schon, hier geht einiges ab um diese Uhrzeit. Das ist auf jeden Fall mehr als sonst. Ich habe das Auto nur vor der Straße gefahren. Nein, das ist nicht mein Fahrzeug, ich stand nur mitten im Weg. Ist das jetzt echt ein Blue vor? Da hinten ist so ein Polizeiauto. Nein, da steht doch einer. Da ist doch noch ein Polizei. Ich dachte gerade schon, ja. Der mit seinem komischen Blue vor, der mit echt am Arsch vorbei. Das hat mir eher was von Söldner-Charakter. Wird es jetzt hier in die Garage gepackt? Was Gidi? Es war Gidis. Amadeus?
Also okay, Gidi wollte uns überfallen und keine Ahnung, wer noch. Ja. Kannst ja. du Manfred abholen in den Kavala? Gott sei Dank, ich hab's überlebt. War zum Glück auf so einem anderen, auf so einen anderen Idioten geschossen wurde. Nein, ist natürlich kein Idiot, aber lebendes Schutzschild. Ja, da hätten sie bei mir irgendwie schlechte Karten gehabt. Ich hätte nur 250 Bar dabei gehabt. Vor allem, wer überfällt denn bitte hier? Ich meine, hier fährt man hin, um Geld zu bekommen, nicht? Hier hat man ja noch kein Geld. Wenn man fährt bitte mit viel Geld hier zum Kupfer, zur Kupfermine, wenn man weiß, dass man noch einen halbe Stundenweg vor sich hat, sozusagen. Das ist also... Hier überfallen lohnt sich gar nicht. Hier kann man höchstens Autos knacken. Ich meine, ich habe ja auch drei Lok Picks einfach mal mitgenommen. Vielleicht ergibt sich ja eine Gelegenheit, aber joa. Ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Vor allem, was hat er sich dabei gedacht? Ich frage mich, aber ich glaube, der hat auf den geschossen, der in sein Auto eingestiegen war, oder? Aber auf jeden Fall hieß es ja sofort Überfall und ein paar wenige Sekunden später wurde schon sofort geschossen und dann habe ich mich hingeschmissen und auch nochmal auf die Aufnahmetaste gehämmert. What the fuck? Hey Winner, würden Sie uns ein Stück mitnehmen zum Checkpoint 1? Danke. Dankeschön. Was ist hier passiert? Wir bekommen auch gleich einen kleinen... Was ist hier pass... Wow. Was ist hier genau passiert, wenn ich fragen darf? Ja, hier ist ein Unfall passiert. Würden Sie uns einfach nur bitte zum Checkpoint 1 hinfahren? Das wäre sehr nett. Mach ich natürlich selbstverständlich. Danke. Okay. What the fuck? Die Folge ist echt eine Chaos-Folge. Wenn ich jetzt einen Unfall baue, habe ich zumindest immerhin welche dabei, die reparieren können, hoffe ich mal. Alter. Ich will jetzt nicht wissen, was die gemacht haben, aber das Ding brannte ja ganz schön. Okay. Na, dann wünsche ich den beiden ja mal viel Spaß, ne? Bitteschön. Vielen herzlichen Dank. Sie können auch direkt weiterfahren, da wo Sie hin möchten. Einverstanden. Schönen Tag Ihnen noch. Okay. Ich will da gerade fliehen. Herr Wimmer, Sie können auch direkt weiterfahren. Ja, ist gut, ich fahre. Knappe Kiste. So, Katze im Hintergrund. Ja. Haustiere for the win, sage ich nur. Beruhigst du dich bitte? Wow, fuck, Alter. Oh. Das wäre jetzt, also... Das wäre jetzt ein schöneres i-Tüpfelchen gewesen. Aber das ist echt eine Chaos-Folge. Alter, Alter, Alter. Ich glaube, da hat einer von den beiden richtig gefailt. Gut, ich auch gerade, weil ich habe anstatt mal Leertaste, ist nicht die... Ah, man macht damit das auf. Ja, okay. Weil so immer nur eine fünfte Position für Push-to-Talk. Wenn man halt normal Caps-Lock nimmt, das ist, finde ich, nicht die beste Position. Jetzt habe ich Leertaste ausprobiert, aber natürlich dann daran gedacht, ja, klar. Damit machen das Menü auf, deswegen bin ich noch vorhin auch andauernd ein- und ausgestiegen. Ja. Das war jetzt irgendwie erst so ein Überfall, der innerhalb von ein paar Sekunden vereitelt wurde. Und jetzt dann so Polizisten, die keine Ahnung wie geschafft haben, ihr Auto so zu quetschen, dass es in die Luft geflogen ist, aber wie haben die überlebt? Ich meine, da war so ein brennendes Wrack, das muss doch deren Auto gewesen sein.
Oder sie waren ausgestiegen und der andere ist dann in deren Auto reingefahren. Das ergibt ja auch keinen Sinn. Aber das wüsste ich jetzt echt gern. Und dann da anscheinend noch jemand, der gerade flüchten wollte am Checkpoint. Das ist schon, also... Wenn man was erleben will, dann kommt man hier um 23 Uhr auf den Server. Und man erlebt dann tolle Frame-Einbrüche. Ey! Hey, 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 hey. Boah, ich bin echt, also mein Gott, fix und fertig. Fix und Foxy. Jetzt hätte ich eigentlich illegale Sachen dabei haben müssen. Das wäre jetzt so geil. Hätte ich jetzt auch erst Panik geschoben, warum halten sie mich an und ach du Scheiß und dann so nach dem Motto, ja, dafür können sie auch gleich weiterfahren. Das wäre echt. Das wäre cool gewesen. Nur von, wer von da unten kommt, der hat. Also warum sollte man von da unten Kokain mitnehmen? Gut, außer man ist so blöd wie ich und vergisst dann die Lizenz, dass man das Zeug nicht verarbeiten kann und somit auch nicht los wird. Das ist irgendwie ja... Man merkt, dass das Server ausgelastet ist. Wenn hier nur so, ja, um vor 16 Uhr sind hier nur so 20 Leute drauf, jetzt sind über 60. Also ich merke definitiv schon einen Qualitätsunterschied. Das muss ich mal so sagen. Ansonsten habe ich eine Ping von 25 und die ist jetzt ein bisschen höher, ne? Boah, der ist aber spät aufgeploppt. Der ist aber spät erschienen. Gut, aber ich meine besser als in der Kurve. Und ich versuche jetzt auch für den Herrn Werten Snox mein Fahrtstil zu verbessern, nicht wahr? Der den ja schon mehrfach bemängelt hat. Wo ich sagen muss, mit Tastatur hier, das ist schon so ein bisschen hakelig. Ich meine, ich hätte jetzt zwar so ein Lenkrad hier noch daneben, aber ich glaube, das wäre schon ein bisschen übertrieben. Wenn man so ein Fahrzeug anscheinend immer so ein Lenkrad erstmal dann Tastatur zur Seite schieben und ein Lenkrad dahinter hinstellen. Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass gerade die Frame-Einbrüche extrem nerven. Aber ich dann nur sagen kann, ich kann da nichts für. Ich bin unschuldig. Das ist jetzt nicht mein Versagen. Ja. Dann verarbeiten wir gleich schon. Ich hoffe einfach mal, dass hier hinten jetzt nicht wieder so ein Überfall ist. Ich meine, die Polizei hat ja seit 2-3 Tagen sich das Ziel genommen, hier die Kupferhändler zu schützen. Deswegen fahre ich auch hier Kupfer, denn sie stehen ja normal beim Verarbeiter, steht eigentlich schon stationär Polizei, beziehungsweise stand mal. Die hatten sich da extra einen Bunker hingesetzt. Alter, das geht gerade kleiner mit dem Frame-Einbrüchen. Ein Bunker hingesetzt, wo sie hinstanden. Hier stand immer einer mit so einem Fahrzeug. Und beim Verkäufer, meine ich, stehen sie immer noch und haben sie richtig eine Bunkeranlage hingesetzt, dass man nur so gerade hinfahren kann. Da muss man, wenn man rückwärts fährt, schon echt, also... Zum Glück war ich da nicht dran gestoßen. Ich habe da auch so ein bisschen, glaube ich, die Polizisten letztes Mal beschissen, weil ich hatte es akustisch nicht ganz verstanden. Habe erstmal so, ja, okay. Ja, ich bin damit einverstanden gemacht. So im Nachhinein habe ich überlegt, die haben mir beim Verkäufer gesagt, dass sie gerne eine Spende von mir hätten, weil sie ansonsten kein Geld dafür bekommen, weil klar, sie machen nichts, sie durchsuchen mich nicht, sie nehmen mich nicht fest, nehmen nicht mein Fahrzeug in die Garage, also vom Spiel her bekommen sie da einfach kein Geld. Und dann soll man den einfach so als Händler den eine kleine Spende da lassen. Habe ich allerdings zu spät realisiert. Bin dann ohne Spende gefahren. Das ist mir erst aufgefallen, als der Polizist gesagt hat, vielen Dank für Ihre Spende. Und ich so, what the fuck, welche Spende? Okay. Ich glaube, da war wohl was. Ja. Also von daher, die haben jetzt, also Kupfer auszurauben ist richtig schwer. Also hier geht's ja anscheinend, sieht man ja, hier ist gerade keiner, aber hier fährt immer so einer, pendelt hin und her. Der steht dann manchmal mit beim Verkäufer. Ich habe schon oft hier so ein Fahrzeug gesehen. So ein Polizeifahrzeug, was hier hochgefahren ist und wieder runter. Also er fährt, würde man sagen, hier stellt sich einer 20 Minuten hin, fährt dann runter und dann fährt der nächste hoch. So würde ich gefühlt schätzen. Ui, egal. Würde ich einfach mal so vermuten. Ich weiß es allerdings nicht. So, und dann würde ich sagen, das war eine sehr interessante Folge. Anders als erwartet, vor allem sehr spontan, weil ich hier eigentlich noch gar nicht aufnehmen wollte, weil es passiert ja eigentlich nichts Neues. Aber das war halt schon echt was Neues. Habe ich so auch noch nicht erlebt.
Dann fahre ich gerade mal zum Verkäufer und wenn ich angekommen bin, sehen wir uns wieder, damit ihr auch seht, wie es beim Verkäufer jetzt abgeht. Also in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge, euer Multiprofi-Gamer. Ciao, ciao.